In diesem Video möchten wir euch praxisangewandtes Wissen zum Machine Learning aus dem Forschungsbereich interaktive Textilien vorstellen. Uplinks ist ein gemeinschaftliches Projekt des DFKI und der AKTech. Wir beschäftigen uns hier am Design Research Lab der Universität der Künste mit der Konzeption und Gestaltung interaktiver Textilien. Unsere Werkstatt verbindet unsere Forschungsschwerpunkte Bekleidungstechnik und Gestaltung, Elektrotechnik und Informatik. Unter einem Wearable versteht man jegliche am Körper getragene Miniaturelektronik und Sensorik. Neben Smart Fashion sind das auch bekanntere Anwendungen wie zum Beispiel die Smartwatch oder auch Virtual Reality Glasses. Unser Ziel ist, eine Technologie zu entwickeln, die Autonomie, Inklusion und Vielfalt in den Bereichen von Health, Industrie 4.0 und Smart Home fördert. Ganz konkrete Anwendungsbeispiele sind die Smart Maintenance Jacket für den Wartungsarbeiter der Industrie 4.0. Mit dieser Jacke wird der Wartungsarbeiter durch ihm unbekanntes Fabrikgelände geleitet und erhält dabei Feedback auf allen Ebenen. Exoskelette werden zum Beispiel für Überkopfarbeiten eingesetzt. Eine wichtige Eigenschaft von Wearables ist die Tatsache, dass sie ihre Benutzer und Benutzerinnen bei einem Großteil ihrer regelmäßigen Aktivitäten begleiten. Dadurch können Wearables Daten über die Aktivitäten des Benutzers speichern, um ihre Funktionen mit empirischem Wissen zu erweitern. So kann die Anwendung sich an die Bedürfnisse des Benutzers anpassen und damit im Laufe der Zeit nützlicher werden. Diese selbstlernende Funktion wird von Technologien wie Big Data und Machine Learning unterstützt. Die industrielle Verarbeitung von Textilien, Leiterbahnen und auch komplexeren elektronischen Komponenten steht aber noch sehr am Anfang. Die größte Herausforderung im Bereich der Smart Fashion liegt im Übergang vom Prototypen zur industriellen Fertigung. Den Entwicklungsstand der Smart Fashion kann man wie folgt gliedern. In der ersten Phase bestand Smart Fashion aus festen Bauteilen, die mit Kabeln miteinander verbunden waren. Die zweite Phase, der Status Quo, beinhaltet die Kombination von textilrealisierten Leiterbahnen und Komponenten in die Kleidung bzw. die textile Fläche. Die letzte Phase beinhaltet die Integration der Schaltkreise und der Komponenten direkt in die Faser. Ein Wearable besteht aus den Komponenten Mikrocontroller, Sensor und Aktor. Dieses Wearable kann entweder ein in sich geschlossenes System sein oder mit einem externen Device wie zum Beispiel einem Smartphone kommunizieren. Sensoren sammeln Daten. Sie können sowohl als festes Bauteil als auch zum Teil als textile Lösung verarbeitet werden. Aktuatoren werden meist als Feedback genutzt. Visuell, haptisch und auditiv. Über Licht, Vibration und Ton. Die gesammelten Daten umfassen das Verhalten von Menschen in bestimmten Situationen. Wir verwenden sogenannte Algorithmen, die eine automatische Analyse von diesen Daten durchführen. Aus dieser Analyse erhalten wir ein statistisches Modell, das uns erlaubt, das menschliche Verhalten in ähnlichen Situationen vorherzusagen. Dieses Modell wird dann in das Wearable aufgenommen, damit es das menschliche Verhalten vorhersagt und Empfehlungen gibt. Es gibt verschiedene Methoden von Machine Learning, die nach Anwendung eingesetzt werden können. Zum Beispiel Clustering ist eine Methode, die mehrere Elemente aufgrund ihrer Ähnlichkeit gruppiert. Eine häufig benutzte Methode ist die Classification. Die lernt, in welche Kategorien mehrere Elemente gehören und dann neue Elemente in diesen Kategorien zuordnen kann. Die neueste Entwicklung, Deep Learning, beinhaltet Algorithmen, die komplexere Strukturen wie Sequenzen lernen. Die Projektarbeit erfolgt unter Einbeziehung von Methoden des partizipativen Designs. Das heißt, dass der Nutzer von Beginn an in den Entwicklungsprozess einer Anwendung oder eines Produktes einbezogen wird. So wird schon ab dem Zeitpunkt der Ideenfindung das Produkt oder die Anwendung nutzerzentriert entwickelt.